Gold fehlt. Trotz einer beispiellosen Krise und trotz Notenbanken, die die Geldmengen ausweiten in einem noch nie dagewesenen Umfang. Was ist die Logik dahinter? Fällt der Goldpreis jetzt weiter oder übersehen die Märkte da was? Und das Ganze ist für Goldanleger eine Chance. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir sind immer noch in der Krise mit einem ungewissen Ausgang. Und wir wissen auch alle, wie die Staaten und die Notenbanken darauf reagieren. Nämlich mit einer starken Ausweitung ihrer Verschuldung und mit einer Geldpolitik, die so expansiv ist wie noch nie zuvor. Das ist völlig unbestritten. Zur Erinnerung hier nochmal ein kurzer Blick auf die Bilanzen von vier großen wichtigen Notenbanken. Die EZB, die amerikanische Fed, die Bank of Japan und die Bank of England ist eine relativ neue Grafik von Reuters, wobei da die Bank of England ein kleiner Fisch ist, wie man sehen kann. Wie auch immer, die Notenbanken pumpen Geld in die Märkte, kaufen dafür Vermögenswerte, vor allem damit die Zinsen niedrig bleiben. Es geht schon so seit der Finanzkrise 2008, aber was damals gemacht wurde, ist kein Vergleich zu dem, wo wir heute sind. Das ist auch bekannt, sonst wären ja auch die meisten Vermögenswerte, so wie Aktien und Rohstoffe und so weiter, nicht so gestiegen, wie sie gestiegen sind. Es gibt aber einen Vermögenswert, der nicht mehr steigt, und das ist ausgerechnet Gold. Hier da ein Jahreschart in Dollar. Ist nach Corona-Einbruch letzten März stark gestiegen, Gold, so wie alles andere auch. Das ging aber hier nur bis August. Die Aktienmärkte sind weiter gestiegen, Gold hat sich aber abgekoppelt und ist nach unten gegangen dann. Und wir sind jetzt auch wirklich in einem klaren Abwärtstrend, den wir auch nicht mehr wegreden können. Ich weiß nicht, ob Sie mein Video gesehen haben von Ende Juni letzten Jahres oder ob Sie sich daran erinnern können. Gold, die große Gefahr. Da habe ich genau das gesagt. Ich habe gesagt, seien Sie jetzt vorsichtig, gehen Sie nicht davon aus, dass Gold jetzt zwangsläufig immer weiter steigen muss. Das Video ist bei vielen Leuten nicht besonders gut angekommen, wie man sich denken kann. Es kamen da die üblichen Argumente. Teilweise wurde aber auch gesagt, das sei einfach alles nur Schwachsinn, wie wir hier sehen können, oder unqualifiziertes Geplapper, wie hier unten von Erich Honecker. Hat mich aber auch nicht überrascht, weil, ja gut, ich bin bei YouTube schon eine Zeit dabei und eins habe ich ganz schnell gelernt. Es gibt drei Gruppen, mit denen man sich nie anlegen darf. Das sind Impfgegner, Erdogan-Fans und Goldbullen. Die sollte man lieber in Watte packen. War jetzt aber nicht wirklich so schlimm, das Ganze. Es hat auch viele Zuschauer gegeben, die geschrieben haben, ja, ich bin vielleicht jetzt nicht ihrer Meinung unbedingt, aber trotzdem ein sehr interessanter Beitrag. Und so soll es ja auch sein. Es geht ja nicht darum, Recht zu haben irgendwie, sondern dass einfach eben mal Infos vorgestellt werden und Standpunkte vorgestellt werden. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und ich bin auch kein Goldgegner oder sowas. Ich stelle mir nur, wie jeder andere eben auch, die Frage, wie könnte das alles weiterlaufen? Aber dessen ungeachtet, es war natürlich ein Video, von dem man schon profitieren konnte als Zuschauer. Und darum, ich sage es immer wieder, es lohnt sich, Zukunftsmärkte-Videos zu schauen und den Kanal auch zu abonnieren natürlich. Dabei dann auch auf die Glocke drücken, damit Sie sehen können, wenn neue Beiträge da sind. Gerade eben auch zu Gold, zu Edelmetallen, zu Minenaktien. Auch dazu wird noch jede Menge kommen hier. Aber eben auch Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, Emerging Markets und China. Einfach Kanal abonnieren, dann verpassen Sie davon auch nichts mehr. Okay, zum Gold zurück. Warum in aller Welt profitiert Gold nicht von der Geldpolitik und auch nicht von steigenden Inflationserwartungen, die wir ja jetzt haben? Dazu ganz kurz mal zwei Prämissen, die mir sehr wichtig sind. Nämlich erstens, der Goldpreis wird fabriziert in den USA.
von Anlegern, die wahnsinnig fixiert sind auf das, was in den USA passiert. Und der Rest der Welt, Eurozone, Japan, China und so weiter, das spielt da fast keine Rolle. Und diese irrationale, meiner Meinung nach irrationale Fixierung auf die USA, die gibt es auch in anderen Bereichen. Ich habe mich dazu schon öfter ausgelassen, darüber. Bei Gold ist es aber besonders stark. Dann zweitens, Gold an sich ist kein Inflationsschutz. Vergessen Sie das einfach. Prügeln Sie sich das irgendwie wieder aus dem Hirn raus. Ich weiß, seit der Krise, da rennt unsere Sachwertemafia wieder rum und erzählt uns allen, die große Geldflut kommt, die Inflation geht durch die Decke, die einzige Rettung, die es gibt, ist Gold. Ja, wo war sie, die große Rettung durch Gold? Alles ist gestiegen, nur Gold ist nicht gestiegen. Inflation spielt natürlich eine Rolle, vor allem bei einem extremen Inflationsszenario. Da steigt Gold mit hoher Sicherheit. Aber normalerweise spielt sie eben nur indirekt eine Rolle. Das Entscheidende, das, auf was die Anleger schauen, das sind die Realzinsen. Auch das hat sich mittlerweile rumgesprochen, glaube ich. Also Zinsniveau abzüglich Inflation. Gold bringt keine Zinsen, das heißt, wenn es am Markt nach Inflation noch Zinsen gibt, dann wird Gold uninteressanter tendenziell, wenn nicht, dann wird es interessanter. Das wird Gold jetzt auch nicht wirklich gerecht, aber es ist eben die Sichtweise, die dominiert und die auch belastbar ist. Hier haben wir eine Grafik von Brooks Research basierend auf Daten von der Fed St. Louis. Gelb der Goldpreis, blau das Realzinsniveau in den USA. Und es ist schon so, es gibt einen klaren Zusammenhang. Brooks versucht da jetzt daraus abzuleiten, dass der Goldpreis jetzt jahrelang fallen wird, weil bei den Realzinsen das zyklische Tief jetzt erreicht sei, ist Ansichtssache. Was man aber auch sieht hier, das Ganze funktioniert jetzt auch nicht eins zu eins. Also zum Beispiel von 2011 bis 2013, da ist das Realzinsniveau noch jahrelang gefallen. Das Hoch beim Goldpreis war aber schon erreicht Mitte 2011. Es hat also auch viel mit Erwartungen zu tun. Und was auch wichtig ist, Leitzins ist nicht Marktzins. Wenn man in Deutschland oder in der Schweiz wohnt, dann drängt sich das so ein bisschen auf. Dann ist man es gewohnt, wenn der Leitzins bei Null ist, dann kriege ich auch keine Zinsen mehr überhaupt und auf Staatsanleihen. In den USA ist es nicht so. Der Leitzins liegt da jetzt bei 0 bis 0,25%. Aber auf Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, da kriege ich inzwischen schon wieder 1,55% pro Jahr. Stand Freitag. Und so hat sich das entwickelt im Einjahreschart. In den USA ziehen die Zinsen plötzlich wieder an, sie ziehen stark an und das ist ja auch gerade das, was die Marktteilnehmer gerade so bestürzt. Weil wenn es jetzt nämlich plötzlich wieder Zinsen gibt, dann wird alles andere tendenziell natürlich uninteressanter, inklusive Gold. Aber eigentlich geht es ja um den Realzins und da sieht es für Gold bei Weitem nicht so schlimm aus. Der letzte Inflationswert, den wir haben aus den USA, das war vom Januar, da war die Verbraucherpreisinflation bei 1,4%. Das heißt, wenn ich jetzt 10-jährige Staatsanleihen kaufe, liegt mein Realzins trotz Zinsanstieg nur bei 0,15%. Wow, endlich wieder Zinsen, hören wir doch endlich auf zu arbeiten und leben wieder von unserem Ersparten. Und wenn wir jetzt aber nicht diese Januar-Inflation nehmen, sondern die Inflationserwartungen, die wir haben, dann hat sich das Thema Realzins sowieso schon sofort wieder erledigt. Die Erwartungen gehen nämlich auch gerade durch die Decke. Hier eine Grafik von Bloomberg. Der Markt preist jetzt auf 5 Jahre eine Inflation von 2,5% ein. Das ist der höchste Wert seit einem Jahrzehnt. Und es ist natürlich deutlich über dem, was ich auf 10-jährige Bonds kriege. Und darum steigen die Zinsen ja auch, weil sie eben ja auch mit Mühe und Not diesen Inflationserwartungen hinterher hecheln. Mit anderen Worten, es konzentriert sich fast jeder auf den Zinsanstieg, aber die Inflation fällt gerade unterm Tisch. Und wenn man das aber mal in Zusammenhang stellen würde, dann wären die Aussichten für Gold schon jetzt eigentlich deutlich besser, als es so dargestellt wird.
Was es dazu aber auf jeden Fall noch zu sagen gibt, was wichtig ist, hier geht es jetzt mal rein um Gold. Also für die anderen Edelmetalle gilt es nur sehr bedingt. Die haben sich auch anders entwickelt, weil da auch andere Faktoren greifen. Nehmen Sie Platin zum Beispiel. Gold ist im letzten halben Jahr um 12% gefallen, Platin ist um 25% gestiegen. Silber hat sich auch besser gehalten als Gold. Ich gehe darauf hier jetzt nicht ein. Wir gehen aber ausführlich darauf ein im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Und auch diese Reports sind für Sie kostenlos. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und da erfahren Sie dann, wie wir die anderen Edelmetalle zurzeit einschätzen. Ist für Sie eine kostenlose zusätzliche Informationsquelle und gute Infos brauchen Sie heutzutage, sonst wird es schwierig im Edelmetallbereich. www.zukunfts-märkte.de. Aber machen wir weiter rein jetzt wieder mit Gold. Also wenn man das jetzt ernst nimmt mit den Realzinsen als Goldanleger, dann ist die Zukunftsprognose natürlich ein bisschen schwierig. Wir wissen schon, die Zinsen steigen, die Inflation steigt, irgendwie gibt es auch gerade so einen Wettlauf zwischen den beiden. Aber wie können wir wissen, was jetzt stärker steigen wird? Und das müssen wir ja wissen wegen dem Realzins. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich habe ein paar Vermutungen. Nämlich, es gibt ja immer noch die Fed. Die Fed hat ja gesagt, die Zinsen bleiben unten bis 2023 und die Inflation darf bis dahin gern auch überschießen, weil die Wirtschaft ist so gebeutelt, das können wir uns schon leisten für einen überschaubaren Zeitraum. Das ist der Standpunkt der Fed und ihr Chef hat das letzte Woche auch noch mal so bestätigt. Jetzt ist es aber so, jetzt reißen die Zinsen nach oben aus. Wir haben gehört, die Fed hat auf die Zinsen keinen vollen Zugriff, aber sie hat natürlich schon noch Spielraum. Und wenn der Marktzins weiter steigt, dann untergräbt das natürlich irgendwo ihre Politik. Und das wird am Markt auch so gesehen. Es gibt jetzt immer mehr Kommentare dahingehend, in denen es heißt, es findet bei den Bonds gerade einen Kampf statt zwischen der Fed und dem Markt. Und die Fed verliert gerade die Kontrolle. Ich würde das jetzt noch nicht so eng sehen. Die Marktreaktion ist ja auch irgendwo rational, aber es stimmt schon. Was jetzt der Fed natürlich auf keinen Fall passieren darf, ist, dass die Zinsen deutlich über die Inflation steigen. Und ich glaube, das wird ihr auch nicht passieren. Und wenn sich die Fed aber so verhält, wie ich glaube, dann sollte das auch diesen Goldpreisverfall, den wir haben, zumindest bremsen früher oder später oder aber auch stoppen. Vorübergehend auf jeden Fall, irgendwann mal. Aber wie sieht es mittelfristig aus? Ich habe es ja schon gesagt in meinem Ausblick neulich auf 2021. Das Interessante am Markt momentan ist ja, dass wir alle das Gefühl haben, wir hätten das alles schon mal erlebt mit dieser Krise und der Notenbankenpolitik, nämlich nach der Finanzkrise 2008. Und diesmal glauben wir, wird alles ganz genauso laufen, nur alles ist noch größer und es geht noch schneller und es geht um noch viel mehr Geld. Also täglich grüßt das Murmeltier. Nur damals hieß das Murmeltier eben Ben Bernanke und jetzt heißt es eben Jerome Powell. Für Goldanleger ist das ein Problem, denn wir wissen, Gold ist nach der Krise 2008 zwar stark gestiegen erstmal, aber als sich die Lage dann wieder normalisiert hat, da ist es wieder eingebrochen. Es ging jahrelang nach unten. Und das kann uns wieder passieren, einfach weil der Markt das glaubt. Und das schlimmste Szenario für Gold, das ist auch tatsächlich, dass jetzt alles ganz schnell wieder super gut wird und im Sommer stehen wir alle wieder auf der Wiese und tanzen und ringeln rein. Und wir treten dann auch ein in eine lange Phase mit einer starken Erholung und mit inflationsfreiem Wachstum am besten auch noch. Das wäre natürlich für alle toll, außer für Gold. Mit Gold schützen Sie sich davor, dass es nicht so kommt. Und es gibt nämlich auch Dinge, die diese Krise unterscheiden von der letzten. Erstens mal das schiere Ausmaß, ist ganz klar. Dann zweitens, die Marktbewertungen sind deutlich höher von fast allem. Der S&P 500 Index, der notiert heute dreimal so hoch wie nach der Finanzkrise 2010. Und drittens,
was sich sehr verändert hat, das ist die Verschuldung der Staaten und der Unternehmen. Es ist lange her, aber in der Eurokrise, da gab es ja tatsächlich mal Debatten noch, ob zum Beispiel Länder wie Griechenland oder Italien vielleicht auch nicht mal ein bisschen mehr sparen sollten, damit damit systemische Risiken abgebaut werden können. Darum wurde damals gekämpft. Solche Ideen sind heute völlig abwegig. Die schwäbische Hausfrau ist tot und begraben und so Konzepte wie Haushaltssanierung, schwarze Null oder sowas, das liegt fast schon auf dem Müllhaufen der Geschichte. So wie der Kommunismus, das nimmt man gar nicht mehr ernst, sowas. Das heißt in meinen Augen, in jeder Hinsicht ist die Fallhöhe gestiegen. Und eine Wirtschaftserholung ist zwar möglich, die passiert ja auch schon, aber nicht die damit einhergehende Normalisierung der Geldpolitik und des Marktzinsniveaus. Zumindest nicht in dem Umfang, wie es eben angemessen wäre. Und wenn das klar wird am Markt, dass das so nicht mehr möglich ist, dann schlägt die Stunde der Goldanleger. Das ist nochmal der Zins auf 10-jährige US-Staatsanleihen seit der Finanzkrise. Man vergisst es leicht, aber wir hatten direkt nach der Finanzkrise ein Zinsniveau von fast 4% und trotzdem ist Gold damals noch gestiegen. Und was auch interessant ist, der Höchststand beim Marktzins war erreicht im Frühjahr 2010 und in der ganzen Erholungs- und Boomphase danach hat er nie wieder dieses Niveau erreicht, sondern in der Tendenz ging es runter. 2018 hat es dann nochmal einen Ausbruchsversuch gegeben auf über 3%, aber das ist tatsächlich kläglich gescheitert, trotz eines riesigen schuldenfinanzierten Konjunkturprogramms, das wir da noch gehabt haben von Donald Trump. Und darum bleibe ich bei meiner Theorie, dieser Anstieg ist auch darum gescheitert, weil sowohl die Finanzmärkte als auch das hochverschuldete Land und seine Wirtschaft eine Normalisierung des Zinsniveaus und der Geldpolitik nicht mehr verkraftet hätten. Und daraufhin, als man das gemerkt hat, ist Gold dann ja stark gestiegen wieder. Das hat man damals nämlich gemerkt, dass eine Rückkehr zu einer normalen Geldpolitik nicht stattfindet und nicht funktioniert. Und man wird es auch diesmal wieder merken, nur wahrscheinlich um einiges schneller. Also, was tun? Ich sage jetzt nicht, kaufen Sie ganz schnell unbedingt Gold- und Minenaktien, obwohl es da auch ein paar gibt, die jetzt wirklich schon sehr interessant bewertet sind wieder. Ich sage es aber darum nicht, weil wir wirklich in einem Abwärtstrend sind bei Gold gerade und weil ich nicht weiß, wann die Wende kommt. Aber ich glaube an diese Wende. Und wenn Sie langfristig denken, ich weiß nicht, ob es solche Zuschauer noch gibt auf YouTube mit einem Anlagehorizont von mehr als 3 Wochen. Aber wenn ja, wenn Sie langfristig denken, dann kann das alles eine Chance sein. Gold und Goldaktien sind Assets, die billiger werden gerade, die Sie jetzt günstiger kaufen können wieder. Und das ist ja nicht selbstverständlich zurzeit, dass irgendwas günstiger wird. Und es sind Assets, die Sie ja sowieso brauchen zur Diversifizierung Ihres Depots. Dafür sollte man Gold haben und die meisten haben davon immer noch zu wenig. Insofern nichts übertreiben jetzt, nichts überstürzen, aber die Lage, denke ich, ist wirklich nicht uninteressant. Und wir werden das hier natürlich auch noch weiter beobachten. In meinem letzten Goldvideo, damals im Juni, da habe ich so eine Haribo-Tüte hochgehalten und habe gesagt, es gibt überall nur noch Goldbullen und keine Goldbären mehr, außer hier in der Tüte. Heute ist es genau umgekehrt. Goldbären, wohin man nur schaut, sie sind eine richtige Landplage geworden. Aber wir wissen alle, das kann sich auch wieder ändern. Und wenn ich mal diese hier auch speziell anschaue, dann würde ich sagen, die Lebenserwartung für die Goldbären ist äußerst gering. Es bleibt also spannend. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich noch eintragen für einen Zukunftsmärkte-Report mit Silber und Platin. www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, viel Erfolg und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.